Ich fahre nämlich mit dem Carlsson. Yes, das heißt, wir fahren jetzt zusammen Würzburg und den Carlsson ab. Einfach los, nach Italien. Das Fahrzeug wird heute nicht fertig. Dazu entschlossen, den Carlsson hier zu lassen und für den Leihwagen entschieden. Ich bin komplett broke, Digga. Ich kann mir doch kein GT leisten. Jetzt schon mal auf kostenloser Ehrenbruderbasis ein Like und Abonnement für diesen Kanal dalassen, damit ich mir bald auch einen Supersportwagen leisten kann. Mach ja schon mal die Basics. Ob man sowas hier aufräumen muss? Mini war es kostenlos. Das ist alles kostenlos. Ehre. Immer noch die gleichen Klamotten wie gestern. Wie immer. Ja, Hauptsache, wir haben jetzt endlich mal Zähne geputzt. Keine harte Zahnpasta. Extra in der Tiefgarage. CL steht die immer noch unverschlossen. Hagen hat jetzt einfach beschlossen, reich zu sein, Freunde. Sag uns auch den Normalverbraucher, wie es sich anfühlt. Das ist geil. Eine Woche GT fahren wollte ich immer schon in meinem Leben. CL, auch ganz nettes, interessantes Auto. Hat auf jeden Fall auch hinter Hagen einige Blicke hier im Hotel geerntet. Aber eher so, was will denn die Küchenaushilfe hier? Und fährt damit in die Tiefgarage. CL hat tatsächlich ziemlich gut durchgehalten. Aber beide angeguckt, ne? Nein, ist immer, nein, doch, nein, immer, Digga, nicht die Autos, aber als wir hier sonst rumgelaufen sind, immer in 4-Sterne-Hotels ist immer so, wenn man so normal Klamotten dahin geht, gucken die immer so, die reichen Omis an ihren Frühstückstisch so. Ja gut, aber Bruder. Was soll ich dir sagen? Ich würde mich auch so angucken. CL hat tatsächlich jetzt erstmal die ersten 1000 Kilometer, nee 800, gut überstanden. Mal gucken, ob die Batterie jetzt noch läuft und der Wagen anspringt und die Tür noch funktioniert. Ach so! Hagen hat gesagt, wir brauchen roten Faden im Video. Wo sind wir denn überhaupt? Wir sind in Starnberg, Bayern, südlich von München. Jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwo einen PCR-Test machen, weil wir für die Einreise nach Italien einen negativen Corona-Test brauchen. Normalerweise brauchst du ein Ding ja einen Tag. Die Auswertung oder gut, was? Gut geplant, wie immer. Ja, ja. Die anderen kosten extra. Ah, er lebt. Er lebt. Er lebt. Die Tür lebt. Die Tür lebt. Aber mich wundert es auch nicht, dass wir hier schräg im Hotel angeguckt werden. Ich bin so ein Penner, ich kann mir nicht mal einen Koffer leisten. Seht ihr den Tropfen da? Hell weg, bevor es jemand merkt. Yeah. Hallo? Chipkarte nicht erkannt. Oh Mann. Aber immerhin, das Fenster funktioniert. Alter, der hat richtig lange gebraucht, um zu starten. Zu meinen noch nicht gehört. Deiner ist noch schlechter. Das Ding hat auch noch keinen OPF drin. Digga, es ist unfassbar. Musst du da den ganzen... Musst du den ganzen Tag gestern hinter dem Typen herfahren. Der hat alle Blicke kassiert. Ich war so der Spaß mit Fake-Markenklamotten, der auch dabei sein wollte. So mit meinem... Ach, scheiß drauf, Digga. Sehr, Baby. Ich beschwere mich gar nicht, White Tiger. Ich bin froh, dass du läufst. Ich bin froh, dass du angesprungen bist. Ich höre meinen Diff knallen. Hört ihr das auch? Ich habe keinen Plan, was bei meinen Bremsen los ist. Hört euch das mal an, warte. Guck mal, ich stehe im Stand und ich drücke die Bremse. Chat, muss ich mir Sorgen machen? Er hat schon den ersten Pfiff kassiert hier. Alter, meine Bremse. Mama, Ende da vorne! Parkzeit abgelaufen. Kommt davon, wenn man ein broker Penner ist. Ja, komm, jetzt geh weg da. Und zurück. Ist ja nicht so, dass wir hier sowieso schon auffallen wie sonst was. Jetzt noch ein CL rückwärts gegen die Parkdings setzen. Ehre. Gut, während Hagen kurz das Bürokratische regelt, kann ich euch ja mal erzählen, was hier gestern los war. Hagen und ich sind mit dem Wagen gefahren, trotz defekten Differentials. Und ich muss wirklich sagen, es gab überhaupt keine Probleme. Also das Ding läuft, das Diff wird nicht lauter, man merkt keine Beeinträchtigung beim Fahren, man hört ein leichtes Surren beim Abtouren, aber beim Beschleunigen und Gashalten ist alles gut. Jetzt kommt's aber. Zwischendurch haben wir von hinten links ein übelst schleifendes Geräusch gehört. Das war auch mehrere Umdrehungen. Es kam auf einmal bei 160 km/h auf der Autobahn. Ich bin dann rechts rüber und habe langsam ausgerollt. Ich habe die Vermutung, dass entweder ein Stein sich zwischen Bremsscheibe und Dings verfangen hat oder ein Wuchtgewicht abgeflogen ist und das in der Trommel. Einfach auf die E-Taste drücken, dann macht sie uns auf. Auf die was? Das ist eine einzige Taste. Einfach aufdrücken. Okay, alles klar. Im ersten Moment dachte ich, okay, jetzt ging das Diff-Hops. Aber im Endeffekt glaube ich wirklich, dass einfach nur irgendwas in die Felge gekommen ist. Digga, diese scheiß Parkbremse geht nicht raus.
Ich rede mir das einfach mal ein. Warum parkt der Typ eigentlich immer so weit von den Zapfsäulen weg? Hat er Angst um seine Felgen oder was? Wir sind erstmal an die Grenze oder wie? Nee, ich würde sagen zum nächsten Testzentrum. Aber ich denke mal, an der Grenze wird bestimmt safe ein sein direkt. Es gibt auch so PCR-Tests, die du halt innerhalb von 15 Minuten hast, sind halt ein bisschen teurer, aber sonst warten wir einen Tag, das schockt ja auch nicht. Nee, Mann. Ja, dann lass die, die ein bisschen teurer sind, nehmen. Glaubst du, das ist normal mit meiner Bremse? Ja. Perfekt. Thema Klimaanlage. Also ich bin richtig zufrieden, wie der Roy Tiger läuft. No joke, das ist der Hammer. Einmal ist mir der Tempomat ausgefallen. Das war's eigentlich grundsätzlich an Mängeln. Nur die Klimaanlage, die funktioniert halt überhaupt nicht. Da kommt nur heiße Luft raus. Jetzt habe ich es irgendwie geschafft, dass sie auf Null ist, also dass sie nicht läuft. Das heißt, ich muss die ganze Zeit mit Fenster offen fahren, alles rauf. Bliblablub. Gestern war es auch ein bisschen heißer. Gestern Abend war ich echt abgefahren. Ich hatte ja eigentlich gesagt, ich möchte nicht mehr nach Italien fahren ohne Klimaanlage. Jetzt sitze ich hier die ganze Zeit der Typ in seinem voll klimatisierten. Kannst du mal aufhören, jetzt mich so hinzustellen? Ich mach nur Auge. Können wir jetzt los oder was? Ja, los! Immer diese YouTuber, immer Video. Abgehoben. Also Mercedes-Benz, wenn du das siehst, wenn ihr ernsthaft dem Typen eher ein VIP-Leasing gewährt habt als mir, Bruder, euch ist nicht mehr zu helfen. Ich brauch sowas auch. Ganz dringend. Okay, also jetzt no joke. Wagen ist jetzt warm gefahren. Wir sind jetzt gerade auf der Autobahn. 140 km/h. Und ich muss sagen, das Differential ist doch lauter geworden, jetzt wo ich noch mal eine Nacht drüber geschlafen habe, noch mal richtig hingehört habe. Ich weiß nicht, ihr müsst mal kurz hören. Ich gehe vom Gas. 3, 2, 1. Ich weiß nicht genau, ob ihr das jetzt gehört habt. Es ist halt ein sehr mahlendes, schleifendes Geräusch. Ja, solange man aber von außen nichts hört, denke ich, muss ich mir da keine Sorgen machen. Innen so ein bisschen Geräusch, das Geräuschentwicklung ist okay. Es wird einfach geballert, bis die Bude wieder steht. Jetzt hört man's. Hört ihr es? Also nicht Hagen, sondern hört ihr das Geräusch? Digga, Hagen, man hört die ganze Zeit dieses Wispern von dem Auspuff. So heftig. V8, hier Bitri-Turbo, 4 Liter. Guckt euch den Vogel an. How to lose your Lappen in 3, 2, 1. Jo, alles klar, das war ein Rennen. Den ziehen wir raus. Eins in den Chat, wenn ihr so einen Menschen auch hast. Die ganze Zeit auf der linken Spur, Digga. Fahr doch einfach. Ah ja, chill. Heftig. Hagen muss den Berg gar nicht hochfahren, denn er befindet sich bereits auf der Zugspitze. Noch kurz ein Thumbnail schießen, Digga. Man kennt ihn. So, kurz vor der österreichischen Grenze. Es ist auf jeden Fall so heftig, Mann. Egal, wo man vorfährt mit dieser Karre, man wird angeguckt. Wenn man einfach über Gott, Mensch, gar keine Blicke hier mit meinem CL, nur so mitleidige, so. Ah. Halt, Bruder. Bruder, nein, nein, nein. Nein. Bitte lass es nur sporadisch sein jetzt. Bitte jetzt nicht. Nicht ab über 1000 Kilometer von zu Hause weg. Bitte nicht. Tu mir das nicht an. Weil ich stehe schon einfach auf dem Werkstatthof. Nachdem ich dir eben fast aufgefahren bin, weil du hier auf dem Hof wolltest, leuchtet jetzt ABS, Bremsassistent und ABC bei mir. Ich habe den Wagen nicht ausgemacht, ne? Das ist kein Spannungsfehler. Dieser Moment, wenn das Auto kaputt geht, wenn man zu doll bremst. Ich lasse dich mal kommentarlos neben dem GTRS. GTR für reich. Einmal ein Leihwagen raus. Ich habe dafür nicht mal bezahlt. Die haben einfach mein Auto nicht fertig bekommen und jetzt fahre ich den. Was willst du von mir? Außerdem, ne? Guck mich mal an. Die denken auf Urlaub hier und so. Guck mal, das ist harte Arbeit. Jetzt erstmal ein Sunday. Prost. Boah, das ist gut, Digga. Chiemseer Fruchtsäfte. Okay, wir kommen jetzt langsam in die eher kurvigeren Regionen von Bayern. Also ich glaube, dass wir noch in Deutschland sind. Gehe ich fest von aus. Ich muss sagen, das Getriebe wird hakeliger und zwar wirklich mit jedem Schaltvorgang. Ich weiß jetzt nicht, wie das Getriebeöl aussieht. Ich weiß auch nicht, wie viel Getriebeöl drin ist. War zumindest beim Motorenzimmer auf der Bühne dicht. Aber trotzdem, das gefällt mir gar nicht. Viele Gangwechsel sollte man auf jeden Fall auf diesem Trip nicht mehr provozieren. Während der Typ da vorne den Spaß hat... Alter, habt ihr den Knall gehört? Den Spaß seines Lebens hat... Höre ich hier auf jeden Fall meinen Diff knallen. Schön in den langgestreckten Linkskurven, wenn ich wieder ans Gas gehe. Da springt das Diff auf jeden Fall einmal über. Ich will es jetzt nicht unbedingt...
Digga, mit der Brille sieht das ja so scheiße aus. Ich will das jetzt nicht unbedingt provozieren, aber das hatte ich jetzt schon 2-3 Mal. Sehr unschönes, metallernes Geräusch. Ich weiß auch gerade nicht, was ich hier mache, um ehrlich zu sein. Also das ist schon risky. Aber ich glaube dennoch, wenn irgendwas am Diff kaputt geht, werde ich einfach keinen Vortrieb mehr haben und mir nicht die Antriebswelle rausfliegen. Aber es macht sich auf jeden Fall langsam bemerkbar. Es fällt mir auch echt schwer, jetzt hier in den Kurven einfach gemäßigt. Ne? Ein bisschen fetzen wäre schon ganz geil, besonders wenn man hier hinter diesem Sportwagen rumhängt. Ne? Mit meinem alten AMG-Sportwagen hier. Jo, perfekt. Wir sind direkt aufgeflogen. 500 Meter. Ah, ich bin mal sehr gespannt. Ich will dann nur nach Italien. Boom, Baby, ich bin in Österreich. White Tiger, wir haben es geschafft. Ich habe halt einfach keine Wischwasserflüssigkeit drin. Und immer wenn Hagen Wischwasser anmacht, fahre ich ihm ganz nah auf, um von ihm noch Tropfen abzubekommen, um meine Scheibe sauber zu machen. Perfekt. Also es fängt an, auf jeden Fall hier drin sehr stark nach Kupplung oder Bremse zu riechen. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke mal, das sind gerade die ATE-Belege, die sich auf der Vorderachse auflösen. Und es kann ja eigentlich auch nicht hier von vorne von dem LKW kommen, weil ich fahre ja wohl doch, wenn ich hinter ihm fahre. Boah, ich hoffe, es ist der LKW oder Hagen, aber bitte nicht der CL. Ich liebe BMW-Fahrer. Besonders die mit M sind immer die sozialsten. Komm, dann flitz doch weg. Lass es. Hagen und der M3 haben gerade den Spaß ihres Lebens, während ich die Angst meines Lebens habe. Na, tut der Rücken weh in deinem Sportwagen? Meine Bremse ist komplett am Schleifen vorne. Jetzt ernsthaft? Und jetzt? Das ist so heiß, das kannst du gar nicht anfassen. Jetzt willst du mir hier, schlagst mich doch jetzt. Nein. Das kann doch nicht sein. Jedes Mal, wenn man das eine scheiß Karre hat, funktioniert es wieder nicht. Jo. Hey, bist du so gepiezt oder was? Was? Nee, bist du so gepiezt? Nein, beim Rollen nur. Ich bin einmal, wo ich den, sind wir ja so ein... Warte kurz, so hat es bei dir nach Bremsbelag drin gestunken, wo wir hinter dem LKW gefahren sind? Ja. Ich dachte erst, es kommt vom LKW, Digga. Aber es kam bestimmt... Das kam von dir. Sogar noch der Kamera erzählt, irgendwas stinkt hier. Hoffentlich, Digga, bin ich so das nicht. Es hat so gestunken und ich habe aber gar nicht gebremst. Ich bin im zweiten Gang auf Motorbremse runtergerollt. Oder er hat so einen aktiven Bremstank. Kann natürlich auch sein. Aber auf jeden Fall quietscht die Bremse wie Sau. Und ich habe das Gefühl, immer wenn ich an so Leitplanken vorbeifahre, dass es übelst schleift. Danke, Mercedes, für diesen geilen Leihwagen. Zum Grund, warum es Keramikbremsen gibt. Es sind keine Keramikbremsen. Ja, hat einen Grund, warum es Keramikbremsen gibt. Aber ich habe ja nicht gebremst. Ich habe ja komplett geschont. Ich bin nicht gepiezt. Null. Das Auto kann auf die Rennstrecke mit dem Bremsen. Ich bin null schnell gefahren. Warum ist denn mein Licht schon wieder aus? Mir doch eigentlich dauerhaft Lichteinschaltung. Hä? Elektronik. Deine Bremse ist hier schon komplett am Rosten. Komm, mach aber auch. Viel zu lang, kann ich mal wenden. Nee, aber no joke, bei Bremsen hört wirklich der Spaß auf. Bin mir auch nicht sicher, was bei mir los ist. Ich kann mir eigentlich nur erklären, dass das Anti-Quietschblech, was hinter dem Bremsbelag ist, dass ich das falsch rum raufgedreht habe oder dass es halt irgendwie nicht richtig sitzt. Muss ich mir mal im Hotel später angucken, aber ansonsten sieht hier eigentlich alles gut aus. Da schleift gar nichts. Bisschen sehr nach Bremse riecht es hier, schon. So Jungs, es wird ernst. Modena. Wir sind am Brenner, Innenbrenner, keine Ahnung. Weil da hinten ist Italien. Oh mein Gott. Läuft einfach. Einfach heftig. Heftige Karre. Das müsste laufen, oder? Ja. Steht der Rack gleich angekommen. Am jetzt. Dich aufgenommen jetzt eben. Wir haben es geschafft an den Gardasee. Top, top, top. Wir haben Pizza gegessen. Ich bin echt fertig. Ich muss jetzt gleich noch das Video schneiden, damit das für euch morgen online ist. Die Wettervorhersage für diese Woche ist komplett Regen und in Hamburg bei gleichen Temperaturen komplett Sonne. Das war es einfach wieder komplett. Und mein Diff hat jetzt auch angefangen zu schlagen. Mehr darüber berichte ich die nächsten Tage. Morgen kommt wieder ein Video bei Hagen G, GT, Leihwagen, Probefahrt. Ist ein wilder Content, Freunde. Daumen nach oben da lassen. Schaut bei beiden Instagram-Kanälen vorbei. Da laden wir immer so ein bisschen Sneak Peek-Stories hoch und so. Auch bei Hagen vorbeischauen, habe ich in der Beschreibung verlinkt. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Urlaub, hätte ich was gesagt. Ganz schönen Tag. Genießt das Wetter. Nicht so wie wir, die gleich im Regen sitzen. Und jetzt so ein bisschen, ne? Ich mache noch einen kleinen Schwenk. Tschüss. Tschüss. Mit Palme sogar.